Seit 1993 kümmert sich der Abschleppdienst Offenbach um Unfallfahrzeuge und Falschparker im Rhein-Main-Gebiet. Rund um die Uhr sind 15 Fahrer im Einsatz. Benjamin Richter startet mit seiner ersten Fahrt des Tages. Wir fahren jetzt zu einer Verkehrsbehinderung der Stadt Frankfurt. Da steht ein falsch geparktes Fahrzeug im Straßenraum. Und das müssen wir gucken, dass wir das wegbringen und dann auf den öffentlichen Parkplatz umsetzen. Bevor Benjamin Richter losfährt, sammelt er so viele Informationen wie möglich. Also wenn ich einen Auftrag von unserer Disposition bekomme, dann ist da der Straßenname, sollte eigentlich bekannt sein. Was ich ganz wichtig finde, ist, dass man weiß, was für einen Schaden das Fahrzeug hat, auf was man sich da einstellt. Und ein Kennzeichen wäre noch gut und auch, was für ein Auto das ist. Mein Werdegang beim Abschleppdienst Offenbach hat eigentlich 2008 angefangen. Ich hatte die Ausbildung als Kfz-Mechaniker fertig, habe mich dann so ein bisschen interessiert fürs Lkw-Fahren, habe dann den Lkw-Führerschein gemacht und habe dann so ein bisschen geguckt, wo ich beides so ein bisschen verbinden kann. Ne? Also Lkw-Fahren oder auch ein bisschen mal ein bisschen schrauben und ein bisschen technisches Verständnis mit einbringen. Ja, und dann habe ich ein bisschen rumgeguckt und der Abschleppdienst Offenbach, der hat Mitarbeiter gesucht zu dem Zeitpunkt und dann habe ich mich mal vorgestellt, habe gesagt, ich bin der Benni, komme ein bisschen vom Land, muss dann wahrscheinlich dann Richtung Offenbach ziehen, wegen der Bereitschaft. Ja, und seitdem bin ich Abschleppwagenfahrer beim Abschleppdienst Offenbach. Ja. Hauptsächlich ist Benjamin Richter in und um Offenbach sowie Frankfurt unterwegs. Es ist nur bekannt, dass es ein Audi ist, aber die Größenordnung ist nicht bekannt, ob es ein Kleinwagen von Audi ist oder schon ein SUV. Ja, und das schauen wir mal. Ein Mitarbeiter des Straßenverkehrsamtes wartet bereits. Guten Morgen. Ich habe uns jemand mitgebracht, ein bisschen Fernsehteam. Fernsehteam? Ja. Oh, da muss ich ja die Mütze holen. Das ist ja so scheiße. Echt jetzt? Ja. Hi, Mosche. Da der Wagen auf dem Gehsteig steht, muss der Fahrer neben dem Strafzettel auch noch mit 250 Euro Abschleppkosten rechnen. Mir ist beim Abschleppen schon mal jemand sehr blöd gekommen. Also ich wurde schon mit Tomaten beworfen aus dem ersten Stock oben raus, beschimpft, beleidigt. Das kommt einfach vor, aber das muss man an sich abprallen lassen. Und am besten schnell den Wagen aufladen. Hinten steht er sehr gut auf dem Bordstein. Wenn man hier vorne guckt, dann steht er sehr nah an der Bordsteinkante. Und da kann es sein, dass meine Klammer, dass die abrutscht und ich das Fahrzeug, also die Felge oder den Kotflügel beschädigen kann. Und deswegen nehme ich die sichere Variante und hebe vorne mit den Schlups. Linke Seite könnte ich auch eine Klammer nehmen, aber ich bin lieber ein Freund, ich mache das achsweise gleich und dann ist alles gut. Hier vorne links müssen wir jetzt halt achten, dass wenn wir ihn hochheben, dass er auf keinen Fall in Richtung Mauer kommt, weil er sehr nah an der Mauer steht. Ne? Nicht, dass wir ihn da einen verpassen. Wenn Benjamin Richter das Auto während des Abschleppens beschädigt, muss er den Schaden ersetzen. Ja, jetzt ist beim Anheben ist die Alarmanlage angegangen vom Auto. Das lässt sich halt nicht verhindern. Das ist ein störendes Geräusch, aber ist halt so, die beruhigt sich gleich auch wieder. Und später beim Anheben, wenn man abladen, wird uns wahrscheinlich das gleiche Schicksal wieder ereilen. Vom Straßenverkehrsamt bekommt Benjamin Richter noch eine Auftragsbestätigung. Wo ist der Kollege? Wo ist der Kollege? Hier. Wo rennst du hin? Alles klar. Danke dir, mein Lieber. Ciao. Wir fahren jetzt auf einen Parkplatz, den die Stadt Frankfurt vorgibt, weil die Stadt Frankfurt sagt, wir schleppen Autos oder die auch verbotswidrig stehen, trotzdem auf einen kostenlosen Parkplatz. Er zahlt den Strafzettel fürs Abschleppen, er zahlt eine Verwaltungsgebühr an die Stadt Frankfurt und unser Abschleppen, aber wie gesagt, keine Parkkosten mehr, die auf ihn zukommen. Wer einen Abschlepper ruft, muss ihn auch bezahlen.
In diesem Fall ist es die Stadtverwaltung. Also wir stellen ja unsere Abschlepprechnungen oder die Kosten, die entstanden sind für das Abschleppen, an die Stadt Frankfurt. Und da, sage ich ehrlich, mit dem Halter oder wem auch immer, muss dann halt die Stadt Frankfurt sich rumärgern und sagen, wenn der sagt, er ist nicht gefahren, dann muss derjenige halt preisgeben, wer das Auto da abgestellt hat. Dazu ist er verpflichtet und dann gehen sie vielleicht an den. Aber prinzipiell gehen die Abschleppkosten und das auch für den Strafzettel, die ganzen Verwaltungsgebühren, allen drum, gehen prinzipiell erstmal an den Fahrzeughalter. Um auszuschließen, dass der Fahrzeughalter ihn für Schäden haftbar macht, fotografiert Benjamin Richter Lackschäden und Dellen. Hier oben sind zum Beispiel Kratzer auf einem Dach. Das sind so typische Sachen, die dem Abschlepper sehr, sehr gerne angekreidet werden, obwohl er überhaupt nichts dafür kann. Dank der Beweisfotos kann das Benjamin Richter aber nicht passieren. Direkt nach dem Abladen in der Zentrale ist er wieder unterwegs. Zum nächsten Falschparker. Wir fahren jetzt zu einer Behinderung des Straßenverkehrs in Frankfurt. Da steht ein falsch geparktes ausländisches Fahrzeug im Straßenverkehrsraum. Und weil das eine ausländische Zulassung hat, kann das Straßenverkehrsamt den Halter sehr schlecht ermitteln oder es ist sehr aufwendig. Und deswegen sagt man, man bringt das Auto zum Abschlepper auf den Hof, sodass hier die Kosten gleich eingetrieben werden können und dann halt dieser bürokratische Weg halt nicht so umständlich ist. Lieblingseinsätze sind eigentlich die, wo keine Menschen zu Schaden kommen, aber trotzdem das Ausmaß der Beschädigung der Autos schon etwas größer auch sind, wo man ein bisschen mitdenken muss, wo man ein bisschen gefordert wird, egal ob jetzt Mensch oder auch das Auto, womit man ein bisschen arbeiten muss, sei es mit dem Kran, der Seilwinde oder irgendwelchen Umlenkrollen. Und wo man sich einfach ein bisschen einsaut, wo man ja einfach mit einem glücklichen Gefühl aus der ganzen Sache dann rausgeht. Ja, Anlieferung, genau. Vogel, ey. Ach du Scheiße. Der steht aber schon länger, du. Leck mich am Arsch. Oh je. Würde der Fahrzeughalter jetzt auftauchen, müsste er ein Bußgeld fürs Falschparken und die Anfahrt von Benjamin Richter bezahlen. Die volle Gebühr für den Abschlepper wird erst fällig, wenn dieser mit dem aufgeladenen Wagen losfährt. Also mir ist es persönlich lieber, wenn ich meine Arbeit vollrichten kann, ohne dass jemand dazukommt, ohne dass ich Rechenschaft abgeben muss, warum ich das Auto abschleppe oder mir noch blöde Kommentare anhören muss oder vielleicht sogar bedroht werde oder beschimpft werde. Also da ist es schon besser, wenn der Kunde nicht dazukommt, ich das Auto aufladen kann und dann schnell meiner Wege gehen kann. Das Auto hat einen platten Reifen und zahlreiche Dellen. Benjamin Richter hebt den Wagen vorsichtig mit Hilfe von Rundschlingen an. Der Unterschied ist halt, dass du das Auto jetzt mit diesen sogenannten Krallen, mit den Hebeklammern nicht heben kannst. Weil wenn du die dran machen würdest, dadurch, dass der Reifen ja platt ist und keinen Widerstand bietet, drückst du die Klammern hier rein und die rutschen automatisch, weil das immer nachgibt, immer weiter nach oben. Und dann würdest du mit den Klammern den Kotflügel hier oben irgendwann beschädigen und kaputt machen. Und das wollen wir ja nicht. Das Auto ist, sag ich mal, nicht in dem besten Zustand, aber wir wollen ihn ja nicht noch weiter beschädigen, sodass wir dann am Ende, sag ich mal, noch die Sachen bezahlen müssen. Und deswegen ist halt das Heben mit den Klammern in dem Fall überhaupt nicht möglich. Der Strafzettel kommt jetzt auf den Herrn zu, eine Verwaltungsgebühr, die Stadt Frankfurt erheben tut und unsere Abschleppgebühren. Jetzt am Tage sind wir knapp bei 250 Euro. Nach 15 Minuten hat Benjamin Richter das Auto verladen und festgezurrt. Der kommt ja bei euch auf den Hof, genau, ne? Genau. Okay. Supi, dann ruhigen Dienst, macht's gut, danke schön, tschüss. Magst du erst, ich erst? Nee, geht nicht. Okay. Verständnis für Falschparker hat Benjamin Richter selten. Es gibt Situationen, da hat man für Falschparker Verständnis, sage ich mal, weil diese Parkplatzsituation ja in den Innenstädten sehr begrenzt ist. Es gibt aber auch Situationen, ich sag mal gerade Behindertenparkplätze, Feuerwehrzufahrten oder sowas, das ist eigentlich so ein No-Go und das geht eigentlich gar nicht, ne? Weil da geht es halt auch um anderen Menschenleben.